Guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Format Visite. Ich habe eine nette E-Mail bekommen von Petra, meiner Namensvetterin, und sie schreibt, ich sehe Ihre Sendungen erst seit einiger Zeit, bin darauf aufmerksam geworden und mir wird bewusst, dass Sie immer wieder so viel Wert auch auf Entgiftung legen. Nun bin ich in dem Moment noch ein ziemlicher Laie und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das Thema nochmal aus dieser Perspektive thematisieren und betrifft eigentlich die Dringlichkeit und Notwendigkeit heute jeden Menschen oder nur besondere. Das ist ein Thema und ich will es auch sehr, sehr gern heute nochmal thematisieren, weil so eine Sendung hier ist natürlich auch für die, die jetzt um diese Dinge wissen, ganz einfach. Sie brauchen was ausschalten. Aber für die, die es nochmal auch wissen möchten, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wir leben heute in einer anderen Zeit als noch vor 100 Jahren. Und wir Ärzte sind sehr bemüht, ihren Stoffwechsel anzuschauen. Wir messen ihr Cholesterin, wir messen auch den Langzeitzucker. Wir gucken uns das Blutbild an und dann gibt es noch ein paar Parameter. Manchmal ist Vitamin D nicht dabei, aber damit hat sich das. Und das ist nicht mehr zeitgerecht. Ich kann nicht mein Haus im Keller bauen und meinen im Vorfeld, ich könne das schon mit der zweiten und dritten Etage tun. Ich kann nicht Krankheit verstehen, ohne zu wissen, was ist geschehen. Jeder Krankheitsprozess ist immer ein Prozess und niemals ein Zustand. Und wenn ich verstehen will, was das Leben braucht, und wenn ich es verstehe als Arzt, was das Leben tagtäglich benötigt, um all diese Hunderttausenden und Millionen Stoffwechselprozesse von selbstständig bereitstellt, wenn ich nur annähernd verstehe und ich glaube, ein menschliches Leben und der Intellekt wird nicht ausreichen, um zu annähernd zu begreifen, was unser Immunsystem täglich leistet, wie fein abgestimmt diese Prozesse sind, dann weiß ich auch, was der Körper tun kann und tun muss, wenn ihm diese Prozesse nicht mehr bereitstehen. Warum untersuchen wir Menschen nicht auf den Gehalt an Bisphenol A? Das ist ein Weichmacher. Ich bin noch die Generation, da kam die Tupperware auf. Wir haben unsere Gesellschaft verplastikt. Wir stecken jetzt mit dem Müll, stecken wir jetzt am Rand des Erträglichen. Wir haben dafür Sorge getragen, dass mittlerweile dieser ganze Feinplastik zu uns wieder zurückfindet, über die Fische, über die Robben, über die Meerestiere. Wir selbst sind diejenigen, die jetzt auch die Retourkutsche erfahren, aber das tun wir seit Jahren. Und bis 2011 gab es noch dieses Bisphenol A als Weichmacher in den Babyflaschen. Das hat Jahrzehnte gebraucht, um es rauszunehmen. Es ist ein großer Vorteil, dass wir heute schauen, dass die Phthalate, die Weichmacher aus dem Spielzeug, bei Kinderspielzeug sind in Deutschland, sie sind extra zertifiziert, aber das ist nicht so bei einfachem und billigem chinesischen Spielzeug. Aber dieses Bisphenol A ist ein extremes Xenohormon. Warum haben wir so viele hormonaktiven Anstieg hormonaktiver Tumoren, ob das Prostata ist, ob das Mama-Brustkarzinome sind, ob das Kolonkarzinome sind? Warum untersuchen wir nicht nach Bisphenol A? Warum ist es uns Ärzten nicht wichtig? Wissen wir es nicht? Wenn wir es nicht wissen, dann können wir auch nicht nach ihm schauen. Und diese wunderbare Sendung oder überhaupt das Format Gesundheit, das dieser Sender Ihnen bietet, und Sie werden das merken, er wird sich nie damit aufhalten, eine irgendwelche Alternative zu etwas zu sehen, zu finden, sondern zu verstehen. Denn wer versteht, der kann ja nur bewusst handeln. Und die Frage der Toxizität gerade des Bisphenol A, das natürlich
in ganz vielen auch Trinkflaschen noch enthalten ist, führt zu einer Zellschädigung, führt zu einer Gesundheitsschädigung sondergleichen. Und das sollten wir wissen. Und wir sollten die Menschen auch aus medizinisch-ärztlicher Sicht dafür sensibilisieren. Und wir können doch nur mit den Fakten kommen und wir können ihnen doch diese Untersuchungsergebnisse präsentieren, damit sie wissen, was sie zu tun haben. Doch spätestens, wenn ein extrem sich entwickelnder Krankheitsprozess sich für sie auch entwickelt hat, doch spätestens dann. Toxine, das ist ja ein ganz großer Begriff, aber denken wir doch nur mal, dass zum Beispiel Blei und Aluminium und vor allen Dingen Quecksilber die Funktion unserer Mitochondrien schädigt. Das sind alles auch Neurotoxine. Das müssen Sie doch wissen, ob Sie so eine Belastung in sich tragen oder nicht. Das kann ich Ihnen nicht ansehen, weder in Ihrem Aussehen noch kann ich nicht in Sie hineinsehen. Aber es ist doch bei einer nicht optimalen Entgiftung, und da komme ich wieder zurück auf Ihre Frage, muss es doch eine Möglichkeit geben, an diese Fragen zu kommen. Denn wenn Sie diese Toxine kumulieren und wenn Sie diese Toxine nicht entgiften können, das macht für Sie die Leber, die macht es nierengängig, damit Sie es ausscheiden, dann bleiben diese Toxine im Bindegewebe. Dort parkt der Körper zwischen. Und wenn diese nicht im Bindegewebe lagern, dann werden sie, halten sie, bleiben sie in den Nieren oder auch in den Organen oder in der Schilddrüse, in der Leber selbst. Oder sie können, wie zum Beispiel Aluminium, die Blut-Hirn-Schranke passieren. Das sind alles Angriffsziele, die diese nicht spürbar sehenden Toxine, und gerade beim Quecksilber ist es so, die gehen in den Zellkern, die beeinflussen die Genexpression. Es ist nicht so, dass wenn ich dieses Gen habe, muss meine Entgiftung schlecht sein. Wenn ich dieses Gen habe, bin ich morgen eine Tumorpatientin. Nein, das Gen kann angeschaltet sein oder es kann abgeschaltet bleiben. Allein nur dieses Gen zu heilen, heißt überhaupt noch gar nichts. Das macht die Toxizität unseres Lebens aus, die natürlich dann im Rahmen auch einer mitochondrialen Zellschädigung die Energiekraftwerke dann zu einem doch extremen Energiedefizit führen. Und wir nennen das Wort Mitochondriopathien, und es gibt tausende von Erkrankungen, die würde ich so benennen, aber ich würde Ihnen nicht den Namen geben, die Sie haben, denn auch ein Diabetes und eine Gicht und ein Parkinson, das sind alles Mitochondriopathien. Und was eine ganz starke Mitochondriopathie ist, ist der Tumor. Und deshalb ist es doch so wichtig, dass wir medizinisch wissen, wenn es zu einer mitochondrialen Schädigung kommt und zu einem massiven Angriff von vielen freien Radikalen, dass wir eine hohe schutzantioxidative Therapie brauchen als Menschen. Es gibt eine Menge auch von Quecksilberbelastungen, das wissen Sie alle, durch das Amalgam. Das Amalgam ist ja eine Quecksilberlegierung. Da drin enthalten ist nicht nur Quecksilber, auch Silber, Zink und Zinn. Und wenn diese Plomben zum Beispiel, ich bin jetzt ein Rohköstler oder ich habe jetzt sehr scharfe oder sehr heiße Speisen, dann lösen sich natürlich diese Schwermetalle aus diesen Plomben heraus. Aber Quecksilber ist auch enthalten in Impfstoffen. Quecksilber ist enthalten in den Fischen, die wir aufnehmen, wenn wir das nicht aus einer Aquakultur, die sich als biologisch zertifizieren. Ansonsten führt das Quecksilber zu extremen Symptomen von Immunschwäche über Schlafstörungen, über Migräne, Kopfschmerzen, Schwindel, neurologischen Stören, MS, Parkinson und all diese Dinge. Denken Sie bitte an Blei. Wir hatten ja noch bis 2000 die Bleibenziner.
dieses Tetraethylblei in dem Benzin war das Antiklopfmittel in den Motoren, aber das war bis 2000. Die Halbwertszeit von Blei sind 30 Jahre, Quecksilber 38 Jahre. Also bitte unterschätzen Sie das nicht. Und das Blei ist heute noch enthalten in Staub, in Sandkästen, in Kinderspiel-Tagesstätten draußen, die mitten in den Städten sind, Altlasten. Blei sammelt sich an, natürlich im Gemüse durch den Regen, aber auch im Bier. Kanadisches Bier enthält sehr viel Blei, aber auch im Wasser, alte Rohrleitungen. Und natürlich muss man hier gar nicht die Frage stellen, ein Raucher riskiert das natürlich überdimensional intensiv. Blei sammelt sich in den Knochen an. Und wir müssen jetzt nicht über toxische Knochenschädigung sprechen oder auch über Osteoporose. Wir müssen jetzt vielleicht einfach nur mal über Cadmium und Blei nachdenken und zumindest diese Dinge abklären, die eine Knochenerkrankung und auch eine Knocheninstabilität schaffen. Sie wissen, die Knochen sind unsere Stätten dessen, wo das Blut gebildet wird. Wir müssen diese Menschen auch untersuchen auf diese Belastungen, wenn wir eine Bluterkrankung, ob das jetzt eine Anämie ist oder eine Leukämie oder eine andere Erkrankung ist. Blei macht uns starr. Blei schafft eine Depression, erschöpft Leistungsschwäche, Konzentrationsstörung. Blei und Quecksilber sind Dinge, die auch den Blutdruck nach oben transferieren können. Deshalb finde ich, ist es so unglaublich wichtig, dass Sie um diese Dinge auch wissen und einen normalen Gesundheitscheck, ohne auch diese Fragen zu klären, in einer Stadt zu leben, auch auf dem Lande zu leben, an einer Verkehrsstraße zu sein, eine sehr auch auf der Straße zu leben, die vielen Menschen, die auch Kraftfahrer sind oder Flugbegleitung, das sind hohe Belastungen. Und zu den Schwer- und Leichtmetallen, wir haben oft thematisiert die Frage des Aluminiums durch die Chemtrails, durch die Lebensmittelzusatzstoffe E173, 520 bis 523. Also künstliche auch Bleichmittel oder Backtreibmittel, das sind alles Dinge, die natürlich auch unsere Darmsituation massiv schädigen und aus der Schädigung in der Entwicklung einer Durchlässigkeit der Darmschleimhaut, das ist das sogenannte Leaky Gut-Syndrom, transferieren sie Quecksilber, Blei, Aluminium, Pilze, Parasiten, Skatol, Schwefelwasserstoff, Ammoniak, alles winken sie durch. Und sie winken es durch, weil diese Schranke geöffnet ist durch kleine Entzündungen, die über Zellnarben dann die sogenannten Tight Junctions, nennt man das, diese passagieren Darmschleimhaut jetzt öffnen und ungehindert passieren. Ansonsten ist unsere Darmschleimhaut eigentlich unser wichtigstes Immunorgan. Das heißt, all diese Dinge tragen dazu bei, dass der Körper natürlich toxisch im Laufe der Jahre, und ich möchte das jetzt überhaupt nicht mit einer Sorge sagen, ich will nur einfach sagen, krank zu werden und eine Symptomatik langsam zu provozieren, bedeutet auch, dass wir uns darum kümmern müssen in dieser heutigen Zeit. Und manchmal bin ich total müde, wenn ich einfach auch von Menschen höre, dass sie um diese Dinge überhaupt noch nie gehört und gewusst haben oder dass sie auch eigentlich auf ansprechen, diese Dinge auch medizinisch völlig unter den Tisch geraten werden. Wie ich neulich ein Gespräch hatte mit einem Neurologen, wo ich dann erst vernahm, dass er sehr offen ist, auch einer Komplementärmedizin. Aber desto mehr ich dann ins Thema reinging, wurde das dermaßen von oben abgesegnet. Dafür gäbe es nichts und das hätte man nicht bewiesen. Und ich weiß gar nicht, wie viele tausende Studien schon vorliegen, wie viele unglaubliche Bücher geschrieben wurden von zum Beispiel Dr. Joachim Mutter oder auch von Peter Jenrich. Lass dich nicht vergiften und überhaupt über die Toxizität der Metalle.
Da sind schon Patienten heute weiter interessierter. Natürlich, weil es auch ihre Erkrankung ist, aber ihre Erkrankung ist meine Erkrankung in dem Sinne, dass ich mit ihnen gemeinsam einen Weg finden möchte daraus. Und wenn wir diesen Weg noch nicht gefunden haben, dann haben wir noch nicht die Lösung. Das Leben ist Veränderung, das Leben ist Wachsen, das Leben ist Gestalten. Und desto mehr wir in ihre Hände geben, desto mehr können sie tun. Und darauf kommt es ja an. Es ist ja nicht da ein guter Arzt oder ein schlechter Arzt, der ihr Problem nicht löst, sondern der ihnen den Weg aus dem Problem zeigt. Und diese toxischen Belastungen, und ich rede jetzt von Quecksilber und Aluminium und Blei, ich meine natürlich auch die Organophosphate, ich meine die Herbizide, die Pestizide, das Glyphosat und unser gesamtes Leben, unsere Umwelt, unsere belastete Luft, das sind alles Dinge, auf die müssen wir mal reagieren. Da müssen wir mal so langsam, auch medizinisch muss uns bewusst sein, dass wir das hier alles nicht nur symptomatisch behandeln können, sondern dass wir den Menschen in seiner Komplexität erfassen müssen. Und wenn es einer Berufsordnung widerstrebt, sich um die Dinge zu kümmern, weil ich vielleicht in ein internistisches Gebiet eingreife oder als HNO-Arzt in ein orthopädisches, weil es betrifft die Halswirbelsäule, dann muss ich einfach sagen, es sollte ganz rasch wieder ein Allgemeinmediziner ausgebildet werden mit einer viel stärkeren Ausrichtung auch, den Menschen in dieser Gesamtheit zu sehen und die Information, die er spezialisiert zugearbeitet bekommt, aber integrieren in ein gesamtes Bild über diesen Menschen, denn der Hausarzt kennt sie. Und der weiß um all ihre Lebenssituationen, um ihre täglichen Sorgen. Denn das sind alles Dinge, die unglaublich wichtig sind. Ich bin immer noch erschrocken, wenn ich Patienten behandle oder die zu uns kommen und mir sagen, dass sie sehr, sehr bewusst leben und nur wirklich ihren eigenen Garten und sehr fixiert sind auf Bio. Und dann gucke ich in den Mund. Und dann ist da der Mund voller Amalgam. Das geht ja nun gar nicht. Und das Amalgam ist so hochtoxisch, dass alles das, was ich jetzt an hochwertigem Lebensmittel zu mir nehme, dass das natürlich immer wieder auch seinen Stellenwert für mich völlig verliert. Also Amalgam, und der Zahnarzt sagt manchmal, die Extraktion des Amalgams ist schädlicher als jetzt. Diese Füllungen sind völlig ausgewaschen, die sind schon 30 Jahre drin. Muss ein Weg gefunden werden. Es muss raus und der Körper muss entlastet werden, denn die Entgiftung des Körpers beginnt erst danach. Ich kann nicht binden, ich kann nicht gelatieren, bevor die Plomben entfernt sind und das Amalgam raus ist. Das heißt, ich brauche jetzt jemanden, der unter Kofferdamm arbeitet, der mich hoch absichert, der nach hinten zuriegelt. Ich brauche jemanden, der einen guten Clean-Absauger hat. Ich brauche jetzt jemanden, der vorsichtig das natürlich herausbohrt. Da gibt es durch eine wirklich sehr langsame Bohrer bestimmte Techniken, der eine Frischluftzufuhr hat über die Nase, der auch Luftreiniger, Absauauflagen hat. Und das sind natürlich alles Dinge, wo ich dann einfach sagen muss, Sie sollten dann, wenn Sie diesen Schritt natürlich nehmen, vorher wirklich 6, 7 Kapseln oder auch das Pulver von Zeolit, weil Zeolit als Gesteinsmineral bindet jetzt Toxine sofort und leitet und entgiftet sie. Bitte nehmen Sie an diesen Tagen auch Hochdosis an Chlorella-Algen ein, hochdosiert Vitamin C, forcieren Sie die Entgiftung über Natriumselenit, 200 Mikrogramm, vielleicht an den Tagen 300. Trinken Sie ganz viel, machen Sie ein Basenbad abends, schrubben Sie die Haut krebsrot, geben Sie das Basenbad in ein Vollbad, ungefähr 3 Esslöffel, bleiben Sie da drin 90 Minuten. Der pH-Wert des Blutes ist 7,4, das Basenbad hat 8,5. Das geht alles nur in eine Richtung, von innen nach außen. Wir haben ganz viel Erfolg mit diesen Bambus
Pflastern an die Füße über den Nierenpunkt. Wir sagen, die Füße sind die dritte Niere, auch Fußbäder sind ganz wichtig. Machen Sie sich abends noch einen Einlauf, damit wirklich das, was über die Leber, auch über den Darm kommt, wirklich ausgeleitet wird. Und betreuen Sie diese Amalgamentfernung natürlich auch sehr verantwortungsvoll. Danach ist der Weg frei, um den Körper von diesen toxischen Metallen zu befreien. Und Sie werden sehen, das sind manchmal sehr mühselige, manchmal sehr langwierige Prozesse, aber an denen, den der Körper auch, ich will es mal sagen, hinnehmen musste, mit denen er irgendwo versuchen musste, über Wochen, Monate, Jahre und manchmal Jahrzehnte. Das ist jetzt heute dann der Stand X. Für den einen hat es schon ganz viel verändert gesundheitlich, für den anderen beginnt ein Prozess und der andere, der tut es präventiv, aber tun Sie es und schätzen Sie die Dringlichkeit auch ein. Und lernen Sie sich neu zu orientieren in Ihrem Umfeld. Was esse ich und was kaufe ich und was schmiere ich mir in die Haare und was brauche ich? Das sollte vielleicht nochmal ein großes, großes Umdenken sein. Und deshalb, zurückzukommen auf Ihre Frage, ist mir das so wichtig, dass wir es medizinisch für Sie analysieren, dass wir Wege mit Ihnen finden daraus und dass wir alle, jeder in seiner Position Verantwortung zeigen, um das Leben zu schützen. Und der Einzige, der davon profitieren wird, sind immer Sie. Und das macht einen Arzt glücklich. Ein Arzt ist nicht glücklich, wenn er das Problem nicht klären kann. Und wir vernichten zwar jeden Tag unsere Existenzgrundlage, hat jemand mal gesagt, aber das ist Erfüllung und das ist schön, Menschen auch vor etwas zu bewahren. Denn wenn wir nichts wissen, aber das wissen wir doch, was Parkinson braucht, was MS braucht, was Autoimmunerkrankungen brauchen. Das sind doch keine Schicksalsschläge. Aber sie brauchen Engagement auf beiden Seiten. Und wer die schnelle Lösung will, der muss mit einer Situation lernen zu leben. Und ich darf auf 30 Jahre zurückblicken und all diese unendlichen Menschen auch begleiten habe dürfen und habe viele, viele Dinge gesehen, schwere, große und will nicht sagen, dass das leichte Wege sind, aber für mich gibt es keinen anderen Weg daraus, als erstmal zu verstehen, was ist mit mir geschehen, ob bewusst oder unbewusst und was kann ich alles heute noch in die Hand nehmen, damit ich morgen meinem Körper die Chance gebe, wieder gesund sein zu dürfen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich sehr auf die nächste Woche zum Format Visite. Auf Wiedersehen!